Du kriegst gleich Wusa. Wusa. Ja, Wusa. Wusa. Ja, du kriegst gleich Wusa. Sag Hallo, Ehemensch. Hallo, Ehemensch. Hallo, ihr Lieben, ich bin gestresst. Der Ehemann, guck mal, ich bin voll am Zittern, ey. Ich zittere, so gestresst bin ich. Es ist warm, wir waren im Garten. Mutti war da. Danach waren wir einkaufen, Gartenvideo folgt. Ja, wir waren einkaufen. Der Ehemann hat mich gestresst. Wir waren einkaufen. Wir waren nur einkaufen. Ja, wir waren nur Ich stresse einkaufen. niemals irgendjemanden. Der Ehemann, sobald er durch die Ladentür geht, wird irgendwie getasert oder so und hat dann Hummeln im Arsch. Lässt Gläser fallen, Eier fast fallen und so weiter, ditcht Gläser an und so weiter. Das stresst mich. So. Wir waren bei Rewe und wir haben ausgegeben nur 94,77 €. Wow. 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 So, das hat es beim Einkaufen gegeben. Nicht viel, aber relativ viel Fleisch dabei. Wir fangen hiermit an, damit das ins Gefrierfach kommt. Der Ehemensch hat sich Eis mitgenommen. Tiramisu, Cremissimo. Ja. Mit Marsala-Wein und vielen leckeren Gebäckstückchen. Yum, yum, yummy. So, bei uns gibt es diese Woche wahrscheinlich Putencurry, Nudeln mit Soße, Kartoffeln mit Frikadellen und hier Erbsen und Möhrchen, Schüttelpizza und Mohrrübel. Dafür haben wir auf jeden Fall eingekauft. Ob es das dann wirklich wird, weiß man ja bei uns nie. So, fangen wir in der Ecke an. Es gab dreimal Haferdrink ohne Zucker, viermal haltbare Vollmilch, 3,5% Fett. Dann haben wir für den Sohnemensch die Mini-Zimtos Katzenfutter. Einmal das Grüne durfte mit. Dann Chips für den Ehemann. Das ist wieder dieses Chili Cheese Fries Style von Funny Frisch, also tote Käsefüße. Ich finde das ja nicht so lecker, aber gut. Dann habe ich eingepackt zwei Gurken, Möhren und zweimal Kartoffeln. Also es sind diese die feinen Speisekartoffeln. Also bei Penny heißen die auch schon mal, glaube ich, Drillinge oder so. Auf jeden Fall haben die ganz saubere, feine, dünne Schale, so dass man die Schale mitessen kann. Und ich brauche die nicht schälen. Ich brauche vielleicht nur hier und da was wegschnibbeln. Hier haben wir, glaube ich, 1 Kilo. Ja, 1 Kilo Möhren und 2 Kilo Kartoffeln. Also 1 Kilo Möhren und 1 Kilo Kartoffeln wird zum Mohrrübel gemacht. Und einmal Kartoffeln habe ich dann noch für ein anderes Gericht. Hier haben wir Hackfleisch gemischt von Schwein und Rind für die Frikadellen. Dann durfte mit einmal Gouda in Scheiben, habe ich mal gedacht. Haben wir jetzt ja gefühlt ein Jahr nicht gehabt. Kaufen wir das nochmal. Dann hat der Ehemensch eingepackt Jalapenos in Scheiben, in Glas eingeweckt, weil er die so gerne auf alles isst. Dreimal Kaffeeweißer für des Ehemanns Kaffee. Einmal Zucker für des Ehemanns Kaffee. Oh, heißt der wieder Raffinadezucker? Oh. Aber bei Aber bei Rewe. Rewe hieß der immer so, nur bei Penny haben die das geändert. Dann hat der Ehemann Weizenmehl eingepackt. Ich weiß nicht wofür, er wird es dann schon wissen. Vielleicht möchte er noch mal Waffeln oder Pfannkuchen machen. Ein Glas Cornichons, es hat sogar die Kasse überlebt, auch wenn ich es stark angezweifelt habe, nachdem er es dann gegen das Kassenband geditscht hat. Aber ist alles heile geblieben. Dann die Erbsen mit Möhrchen für Kartoffelfrikadellen. Die Pfirsiche für das Curry mit Putenbrust und Reis gibt es dazu. Da haben wir den Reis. Dann habe ich eingepackt für den Sohnemensch und mich diesmal Grießpudding mit Kirschsoße. Und der Ehemann mag lieber hier den Schokopudding mit Vanillesoße. Kriegen wir diesmal jeder so ein Pudding. Dann 30 Eier. Der Ehemann wollte Eier, weil er jetzt auch die letzten für Waffeln und so verbraucht hat. Und wir brauchen ja generell Eier für irgendwas. 30 Eier. Für das Mohrrübel, Mettenden und Bauchspeck. Ja, habe ich doppelt geholt, damit ich zweimal Mohrrübel machen kann. Einmal diese Woche und vielleicht nächste Woche oder vielleicht zweimal diese Woche. Mal schauen, wie ich da Bock zu habe.
Fleischsalat, damit der Sohnemensch mal wieder was anderes für aufs Brot hat. Der Ehemensch wollte haben Erdbeergeschmack Kaba. Ja, hat er sich dann eingepackt. Ich habe sie wieder bekommen. Ich habe die jetzt so lange nicht bekommen. Ein Krümel drauf. Die roten Paprikaglocken mit pikanter Paprika-Fisch-Frischkäsecreme. Ja, die sind super lecker. Bis jetzt hatten die eine ganze lange Weile immer nur den normalen Blanco-Frischkäse da drin. Und das fand ich einfach langweilig und nicht lecker. Und jetzt habe ich direkt die letzten zwei Packungen mir ergattert und habe wieder ein bisschen was davon zum Schnubbeln. Muss man unterbrechen. Ja, unterbrech mal. Katzencontent! Katzencontent! Bitteschön, ihr Lieben. So. Jetzt kann ich die Kamera hier hinstellen, wir können gehen und alle sind glücklich. Ja. Oh, in die Baby. Meme. Hübsche Katze. Bist du die hübsche Katze? Ja, bist du meine hübsche. Guck dir direkt. Habe ich zu einer anderen Katze hübsch gesagt? Oh Gott. Heindal. Und da ist die kleine Dun. Dun. Alle drei zusammen. Ja, die warten auf was zu essen. Die warten auf Essen. Ja, wir waren jetzt die ganze Zeit im Garten. So, dann hat der Ehemann mir eingepackt das Vital Plus Vitamin Brot mit Karotte und Saaten. Das ist ein bisschen anders als das vom Pennymarkt. Da ist nämlich mehr Karotte drin, glaube ich. Aber schmecken tun die beide richtig gut, wenn man die eingefroren hat und lange aufgetoastet hat. Also, dass die wirklich crunchy sind. Dann mag ich die am liebsten. Einmal Weizen-Vollkorn-Sandwich für Sohnemensch und Ehemensch. Einmal Taschentücher für meine Allergienase. Und wir brauchen das zwischendurch auch mal. Komfort-Toilettenpapier. Ja, ab und zu. Ab und zu brauchen wir auch Toilettenpapier. Nicht so oft wie andere. Also wenn ich überlege, was meine Nachbarin für einen Verbrauch hat, die kauft im Prinzip jeden dritten Tag eine neue Packung Toilettenpapier. Weil die machen alles mit Toilettenpapier. Die sind mit zwei Erwachsenen und einem Kind, so wie wir auch, also eine jugendliche Tochter. Die schminken sich mit Toilettenpapier ab. Die benutzen das Toilettenpapier als Ceva, also Küchenrolle. Die putzen damit Fenster. Keine Ahnung, die machen alles mit Allzwecktuch quasi. Keine Ahnung. Wir benutzen das nur als Toilettenpapier. Ja, soll ich dich auch nochmal... Komm, hier filme ich dich auch nochmal. Oh, nicht in die Kamera mit der Nase. Schnucki-Poo. Schnucki-Schnucki-Bier. Oh, du bist so hübsch. So ein hübscher schwarzer Kater bist du. Mein allerliebster schwarzer Kater bist du. So, ihr Lieben. Der Ehemann... Ihr seht gar nichts. Ich versuche euch rumzudrehen, aber die Kamera will gerade nicht. Jetzt. Der Ehemann macht Krach und füllt seinen ganzen Kram auf. Das war's schon mit unserem Einkauf. Ach so, ich kann euch noch kurz zeigen, was mein Gewinn bei More Nutrition war. Moment. So, das ist mein Gewinn, den ich beim lieben Christian Wolf gewonnen habe. Und zwar ist das einmal Protein Iced Coffee Dark Cookie Crumble. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich noch nicht probiert. Einmal Protein Sahne, da freue ich mich schon drauf, weil ich mir jetzt eine Ninja Eismaschine gekauft habe. Und dann kann ich Sahne-Eis machen. Dann haben wir zweimal Getränkesirup, einmal Sherry, sehr, sehr lecker. Und einmal Apple Cranberry, auch sehr lecker. Aber beim Sherry ist da mein Favorite von den beiden. Und eine Portion Protein-Grieß-Pudding. Den macht man mit heißem Wasser. Und dann kann man sich den noch toppen. Man kann auch noch Proteinpulver mit reinmachen oder Geschmäcker, hier Chunky Flavor Geschmack oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich bin sehr happy, dass ich den geschenkt bekommen habe, bevor ich mir den gekauft habe. Und Eiskaffee habe ich jetzt eine ganze Sammlung. Ja, den hatte ich noch nicht gekauft. Jetzt habe ich ihn da. Ich freue mich. Auf jeden Fall richtig cool. Hat einen Wert von rund 70 Euro. Finde ich schon Wahnsinn, dass man das einfach so geschenkt bekommt. Ja, ihr Lieben, das war's von uns, von hier für heute. Der Ehemann macht sich gerade schon Kakao. Eigentlich ist es ja kein Kakao, eigentlich ist es ja Erdbeermilch. Ja, bevor ich jetzt gleich mit dem Hund rausgehe. Bevor du mit dem Hund gehst, brauchst du Stärkung. Ja. Gut, das war's von uns, von hier für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war nicht so langweilig, eher kurzweilig. Achso, nochmal ein kurzer Nachtrag zur Sequoia Farm.
Also falls ihr mal wirklich mal dahin kommen solltet, da ihr braucht da nicht nur Bäume und Wasser gucken. Es gibt da in der Nähe auch ein nettes, schönes Restaurant, wo es auch lecker Essen gibt. Unbezahlte Werbung. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ciao.